Oh, eine Stahltruhe. Da ist meistens mehr drin. Auch wenn hier nicht gerade wenig drin war. Den Raum lasse ich mal aus. Wow. Hallo Boris. Lass mir ein, zweimal zuhauen, bevor du schlägst. Oh. Oh. Ah. Das war knapp. Und Sage Cape. Das war das, was mehr Gold brachte. Nee, wir müssen erstmal zurück in das Anfangsgebiet, richtig. Lebenspunkte sammeln. Und nebenbei ein paar Kisten. Warum ist hier oben links eine Kiste eingezeichnet? Oh ja, nebenbei Kisten einsammeln, um noch mehr Gold zu machen. Und etwas. Au! Oh. Um mit etwas Glück vielleicht sogar Stats zu finden oder neue Rezepte. Kaputt, kaputt, kaputt. Jo, sehr schön. Zack. Ah ja, hier ist das richtig schön entspannend fast. Kann man durchrasen, alles Gold einsammeln und kriegt durchgehend Lebenspunkte zurück. Sehr schön. Dazu noch Hühnchen, noch mehr Hühnchen. Wir können gleich schon wieder zurück in den Wald. Oder halt den Turm mal probieren. Aber vorher will ich mindestens noch ein, zwei Kisten hier einsacken. Also links. Und links. Zack, 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 zack. So, Truhe Nummer 1. Oh. Du siehst anders aus, ich wollte schon sagen. Warst aber auch nicht so toll. Na, nächste Truhe. Hier in den Ups, das war nicht sprinten. Also den Hauptraum zurück. Runter. Unter den linken Ausgang nehmen. Da müsste auch noch eine Kiste sein. Das ist die Kiste, die über dem Eingang war. Kaputt. Oh, hallo, großer Typ. Großer Typ. So, 5400 fast. Nein, neuer Eintrag. 21. Nein! Ich habe es geschafft. Ich habe den Dungeon Master umgebracht. Jetzt fehlt nur noch der Thronsaal. Hiernach werde ich... Nee, wird der König mich für meine Mut und Auszeichnung als den Nachfolger seines Throns festlegen. Nicht meine gesichtslosen Geschwister. Gesichtslose Geschwister? Okay. Ja, ihr wisst, was das heißt. Wir müssen jetzt den Schleim möglichst bald umbringen. Weil es kann ja nicht sein, dass unser Vorläufer das vor uns schafft. Also ja, es war schon so und es ist wahrscheinlich auch schon... Wollt ihr mich verarschen? Noch eine Nachricht. Ich sitze hier und mache meine letzten Vorbereitungen. Alles, was zwischen mir und dem Lord dieses Schlosses liegt, ist diese goldene Tür. Mein Körper ist nervös und ich kann es nicht loswerden. Ist dies Furcht oder Furcht-Excitement? Alles, was ich weiß, ist, dass meine Reise bald ein Ende nehmen wird. Ich habe bereits fast vergessen, warum ich überhaupt hier in dem Schloss bin. Aber ich habe mich jetzt erinnert. Ich habe all meine Geschwister besiegt. Also ich bin besser als alle meine Geschwister. Ich werde den König retten. Ich werde das Schloss verlassen. Ein größerer Mann, als ich es betreten habe. Meine Familie wird die Ehre bekommen, die sie so sehr verdient. Nun werde ich den Thronsaal betreten.
Und er wird ihn nicht wieder verlassen. Da bin ich mir ziemlich sicher inzwischen. Oh. Tower. Oh. Ah. So. Ich spiele nochmal ein bisschen im Tower rum. Ich sehe jetzt schon, dass das nicht sehr lange halten wird. Obwohl wir die da oben ja töten können. Auch wenn es schade ist, wenn wir die ganze Beute nicht einsacken können, kriegen wir wenigstens die Lebenspunkte. So. Jo. Fast wieder voll. Kaputt, kaputt, kaputt. 5700. Oh, da oben ist eine Kiste. Nun müssen wir hier aufpassen, weil ab hier gibt es die falschen Kisten. Oh, knapp. Oh. So, ey. Ich wollte dich gerade von unten überraschen, dann schmeißt du Ninja-Sterne. Geht ja gar nicht. So. Kaputt, 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 kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Nee. Eintrag 23. Ich hätte niemals gedacht, was für Schätze in diesem Schloss sind. Ich wusste nur, dass ich die Heilung für meinen König finden würde. Wer könnte glauben, dass es einen ewigen Jungbrunnen gibt? Ich habe gedacht, ich würde hier ein Monster finden. Ein Gegner von unermesslicher Stärke. Ich denke, es würde all meine Kraft kosten, es zu besiegen. Aber als ich den Thronsaal betreten habe... Warte mal. Nee, aber als ich das Schloss betrat und mein Vater, den König, auf dem Thron saß mit einem Becher in der Hand, wusste ich, dass alles verloren war. Er würde niemals sterben. Und ich würde niemals der Nachfolger sein. Es gibt keine Worte, die ausdrücken können, was ich fühle. Ja, also die Heilung ist wohl der Gral. Etwas, das unsterblich macht. Und das ist echt absolute Abzocke gewesen. Also für den Helden, der hier rein ist. Der hat ja echt viel durchgemacht. Mit Pilze essen und was weiß ich. Hammer. Okay. Das heißt, er hat dann den Vater umgebracht. Das kann nicht sein. Er ist hier reingekommen, um sein... Ist alles ein wenig verwirrend. Aber ja, töten und plündern ist einfacher. Töten, plündern. Oh. Klink. Oh. Vor allem habe ich momentan nicht so wirklich die Hirnkapazität frei, um nebenbei noch gut mich darüber Gedanken zu machen, wann jetzt wer was gemacht hat von der Story her. Weil das hier ja doch ziemlich garstig ist. Wo? Und ich muss gleich zurück. Ich muss ganz schnell zurück. Ich muss eigentlich jetzt zurück. Genau. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Warte mal. Ja, hier. Ich würde gerne dahin. So. Das machen wir jetzt alles kaputt. So, jetzt habe ich auch genug Lebenspunkte, um nachzudenken. Also, wir haben im Tutorial... Bist du ein Bild? Ja. Wir haben im Tutorial einen Ritter gespielt, der den König umgebracht hat. Oder zumindest schwer verletzt. Daraufhin kam der erste Tagebucheintrag... Jemand hat den Vater, meinen König, verletzt. Also ist der Schreiber nicht der Typ aus dem Tutorial. Sondern er ist derjenige, der hierher gekommen ist, um den König zu heilen. So. Warum sieht er jetzt den König auf dem Thron hier in dem Schloss, wo er hingegangen ist, um die Heilung zu finden? Entweder ist er verrückt geworden, oder es war nur ein Sprichwort. Er hat den Springbrunnen des ewigen Lebens gesehen und hat sich dann im Geiste vorgestellt, dass sein Vater dann ewig auf dem Thron sitzen würde. Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, das macht auch am meisten Sinn. Oh,
Und jetzt wird er in dem Thronsaal sitzen mit der ewigen Jungquelle und versucht immer wieder Leute ins Schloss zu locken, um dann das ganze Gold ranzukommen. Also an das Gold, das wir benutzen, um wieder reinzukommen? Nee, das nehmen wir ihm ja vorher weg. Sonst hätten wir das Gold ja gar nicht erst. Also irgendeinen Haken gibt es da noch. Aber den finden wir schon noch raus. So, Lebenspunkte sehen gut aus. Könnten aber ruhig noch ein paar mehr werden. Oh. Nee. Hühnchen. Ja. 8500 Gold. Das ist schon mal ordentlich. Aber es ist noch nicht die 10.000er Marke, die ich gerne hätte. Oh, Eis. Oh, da ist eine Truhe. Warte mal. Ja. Und 8.850. Ja, langsam nähert sich das Eichhörnchen. So. 209. Das müsste eigentlich reichen. Nein. Wir wollen zurück. Wohin wollen wir zurück? Dahin wollen wir zurück. Und weiter den Turm plündern, weil es hier halt am meisten Gold gibt. Oh, der Raum sieht böse aus. So, macht schön viel Unsinn hier Stacheln. Der Raum ist groß genug, damit ihr überall abprallen könnt. Oh. Oh, ich habe die ganzen Bilder geweckt. Durch die Stacheln. So. Oh, noch mehr Stacheln. Oh. So, komm her. Nicht mich eisstacheln. So. Warum kam der so schnell raus? Das ist doch doof. Oh, es kann sein, dass hier in den schwierigeren Gebieten die Stacheln auch schneller rauskommen. Das wäre natürlich garstig. Oh, du bist so ein ganz böser. Ganz, ganz böser. Ja, nee, sorry. Muss nicht sein. Nicht mit einem Spelunki oder Spelunkett oder was auch immer. Alle Gegner besiegen. Es sind viele Gegner. Oh, und wir sind gleich tot. Nee. Wir müssen zurück. Wir müssen ganz schnell zurück. So. Und zwar, wir haben nicht mehr so viel Platz. Da geht's in die Hölle. Nö. Wir müssen, wenn dann, im Wald weitermachen. Also ja, es gab noch einen einzigen Raum in dem ersten Gebiet, aber ich denke nicht, dass er so viel bringen wird. So. Und so starb Insane Fox. Aber er hat 3¼ Reihen voll gemacht. Das ist ordentlich. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Danach geben wir ganz viel Geld aus und danach sollten wir... Ja... Eigentlich sollten wir versuchen, den vierten Boss umzubringen. Denn unser Vorgänger hat das ja schon geschafft und das ist schon ein bisschen ärgerlich, wenn er das jetzt... so viel früher schafft. Also ja, es ist alles schon länger her, aber ich hätte es eigentlich gerne gehabt, dass wir so nach und nach mit ihm mitziehen, geschichtlich. Aber müssen wir dann gucken. Wir hatten es ja versucht und ich fand das ziemlich haarig. Also kann es gut sein, dass wir echt noch ein bisschen mehr grinden müssen. Aber das schauen wir dann. Also bis bald.